Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Grey Goo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind an der gleichen Stelle, wo wir gestern aufgehört haben, ja. Wir haben hier einiges an Gegenwehr, muss man sagen. Aber wir können es auch gleich richtig schön spammen hier. Ich habe einige Waffenfabriken hier, wie ihr schon sehen könnt. Und die sollen da mal kommen, ey. Ja, haben wir keine Angst mehr vor denen. Ich werde auch gleich noch mehr Waffenfabriken bauen, denn ich habe einfach so viel Geld. Large factory complete. Halt, die muss ich noch auf Dings setzen. Das hier. Habe ich das hier auch? Ja, perfekt. So, setzen wir hier direkt noch eine schwere Waffenfabrik dran. Und hier setzen wir auch noch eine schwere Waffenfabrik dran. Da haben wir jede Menge schwere Waffenfabriken. Wobei, hier machen wir jetzt mal. Da haben wir vielleicht das Problem, dass uns die Einheiten nicht mehr durchkommen. Deswegen bauen wir da mal einen Conduit Cross hin. Dass unsere Units da auch durchfahren können. So, perfekt. Oh, da unten wird jetzt schon richtig gut gefightet. Aber da werde ich gleich in die Übermacht kommen, ja. Sobald die zwei Waffenfabriken auch noch fertig sind, bin ich da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. So, hier brauche ich dann gleich mal die großen Einheiten in Massen. Und dann läuft das, würde ich sagen. Ah, der macht hier gut Druck. Das hätte ich nicht gedacht. Also, so viele Waffenfabriken hat man im Normalfall nicht, wie ich jetzt hier habe, meiner Meinung nach. Also, ich habe da jetzt schon einiges. So, eine schwere Fabrik. Dann ist halt 5. Das ist 4. Alles hier runter, ne? 5 auch, alles hier runter. So, hier bauen wir nochmal die kleinen und wie gesagt, hier bauen wir dann gleich die großen. Und dann wird er jetzt einfach überrannt. Ja, dann machen wir hier mal ein bisschen Druck. Dass der hier nicht auf dumme Ideen kommt. Und jetzt aber eine ziemlich heftige Produktion am Laufen. Ja, vielleicht ist sogar die ein bisschen zu heftig jetzt gerade. Okay. Schau gerade, dass ich immer so ein bisschen auf plus minus 0 bin. Ach cool. It seems he did not have time to deploy before he was attacked. Coming to assist. The enemy has located Singleton and is attempting to destroy his transport. Also los geht's, Leute. Wir pushen jetzt mit voller Kraft hier rein. Unit in production. Unit ready. Unit under attack. Unit ready. Wir müssen Singleton retten. Unit in production. Unit ready. Reboot in progress. Unit ready. Oh, hier wir. Unit under attack. Unit ready. Angriff. Unit ready. Support is welcome. Voll nur kommen. Dass wir das Ding hier down kriegen, weil das jetzt eine Artillerie. Unit under attack. Die könnte uns sonst ein bisschen Probleme machen. Thank you, Lucy. I'm fine. Moving. So, jetzt schnell ihn in unsere Basis bringen. So, hier unten, die halten hier schön die Position, halten ihm den Rücken frei. Hier, ihr seid Nachschub, ihr könnt direkt hier auch mal noch ein bisschen Druck machen. Ja, alles gut. Ich würde sagen, die Mission war auch ein Erfolg, ja? Ich meine, was ich hier gerade ihm entgegenwerfe, ist auch eine ganze Menge, muss man sagen. Das tut bestimmt weh. So, Singleton, wie schaut's aus? So, wir greifen hier direkt an.
Und geschafft. Mission abgeschlossen. Sehr schön. Mal gucken, ob wir wieder eine tolle Cinematic bekommen. Wir gehen natürlich hier direkt weiter zur nächsten Mission. I was there when the Pathfinder program was abandoned. It was a tool which should have powered down and deteriorated. None of us thought the goo would remain active, much less evolve from a benign exploration device into an intelligent killing machine. Well, maybe it had help from our alien friends. Specialist Redgrave's survival beacon has activated. Redgrave's alive? Unconfirmed. The signal is weak, but it's nearby. Mom, take us to Redgrave's location and see what you can find on the goo. We need to know how it got here and why it's changed. Ja, das wäre doch ganz gut, wenn man das wissen würde. Da hat sie recht. The aliens' radio technology matches signals gathered from outer Scutum arm by the Pathfinder program. It was flagged as the beta candidate for intelligent life, but repeated surveys only found silence. It was dismissed as a reflection pattern of our own signals. If these aliens are that beta candidate, we should consider communication with them as a possible tactic. Mom? Communication does not present any resolvable outcomes. Full force is the best response. After what we just faced in the swamp, I'm not going to waste any chance of Redgrave's survival on diplomacy. We're attacking. Ah, okay, deswegen wollten die Menschen nicht mit dem Peter reden. Das erklärt jetzt natürlich so einiges. Tja, dann würde ich sagen, dann starten wir direkt in die Mission rein. Und schauen mal, was die Beta davon halten, wenn wir da jetzt direkt angreifen. Ja, voller Assault scheint das zu werden. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Und es geht auch schon los. Habe ich denn den Sümpfen hier unterwegs? Is almost completely restored. Aircraft drones are now available for production. Lucy, das ist schön. I'm detecting many structures in the area. You should expect heavy resistance. Wait. I'm picking up some alien comm signals. Ach, das ist der Rook, das bin ich. If it is a he. Okay. Defeat. Ah, wir müssen Saruk besiegen jetzt. Aber ich habe doch als Saruk gespielt. Ich möchte ihn nicht besiegen. Das ist cool. Das ist ja dumm. Beginning construction. So, woppen wir erstmal in die Raffinerie rein. Ja, der Start ist immer ein bisschen langsam, bis wir genügend Kohle haben. Aber es sieht ja eigentlich ganz gut aus. Können wir hier vorne direkt? Sieht so aus, als könnten wir da auch direkt eine Raffinerie hinstellen gleich. Oh, hier gibt es sogar 13 Ressourcen, sehr schön. Können wir hier anstatt direkt 3 hinsetzen? Nee, können wir nicht. Schade. Dann bringen wir den mal noch ganz kurz ab, bis der andere fertig ist. Ich glaube, 2 Raffinerien gleichzeitig zu bauen wäre ein bisschen zu krass. Jetzt für den Anfang zumindest. Dann sammelt mal, meine kleinen Freunde. Sammelt fleißig weiter. Was sind das für Vögel gewesen? Ah, wieder die Hintergrundmusik. Einfach nur cool. Ich mag diese Musik. Hört mal zu. Ist einfach... Der Typ hat es halt einfach drauf. Ja, Frank Klepacki. Ich glaube, ich habe in den letzten Folgen den Namen 3-mal komplett unterschiedlich ausgesprochen. Ich hoffe, dass einmal richtig dabei war. Operational. Changing location. Right away. In transit. Na komm, bau mal fertig, dass ich hier mal ein bisschen Action machen kann. Refinery complete. So, okay, abgeschlossen. Direkt nochmal eine hinterher. Beginning construction. So,
Damit können wir jetzt auf jeden Fall eine Produktionsver starten hier, sobald das Ding steht. Extractor complete. Ein bisschen hinscrollen, damit ihr mal so ein bisschen seht. Ich finde, das Spiel ist echt hübsch, muss man sagen. Ja, manche Strategiespiele sind ja echt, naja, ich möchte jetzt nicht sagen hässlich, ne, aber ja, nicht ganz so toll. Und hier ist das echt, die haben viel Liebe ins Detail gesteckt, das merkt man, das finde ich eigentlich echt cool. So, und sobald das... Zurück. Ich habe glücklicherweise Verteidigungstürme hier. So, und jetzt fangen wir an, Einheiten zu produzieren. Refinery complete. Constructing. Anti-Heavy Sentinel under attack. Extractor complete. Constructing. So, direkt noch für Waffenfabriken. Beginning construction. Anti-Heavy Sentinel under attack. Hör auf, meinen Sentinel anzugreifen. Das ist nicht nett. So. Jetzt fangen wir mal an zu produzieren hier. Unit in production. Unit in production. Dun 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 dun. So, noch eine Factory. Ja, auch. Unit in production. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in diese Richtung, ja. Weil wir brauchen mehr Ressourcen. Desto mehr Ressourcen, desto besser. Unit ready. Ich teche diese Unit Gebäude sogar direkt hoch. Beginning construction. Beginning construction. Ja, da techen wir direkt ready. Hoch auf R. Artillerie. Factory under attack. Hört auf mich anzugreifen. Repairing. Unit ready. Wir können ja hier nochmal. Unit in production. So. Factory under attack. Zack. Beginning construction. Wollen wir hier nochmal ein bisschen Verteidigung hin, ja? Unit in production. Was habe ich da jetzt hingebaut? Nein, ich wollte das ganze Stealth Attachment hinbauen. Ich wollte den Sentinel hinbauen. So. Basisverteidigung. Perfekt. Tank Attachment complete. Wow, 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 Freunde, Vorsicht. Vorsicht. Unit under attack. Extractor under attack. Hört auf, meinen Extractor anzugreifen. Das ist nicht nett. Das macht man nicht. Hört auf. Lass das. Aus! Aus! Hört auf! Hört auf, das Ding anzugreifen! Oh, das geht down. So, hier ein bisschen zurückziehen. So, da werden wir wahrscheinlich auch Pinkeln bauen müssen. Verteidigungstürme. Unit ready. Unit ready. Operational. Perfekt. Der hilft mir jetzt ein bisschen. Sehr gut. Okay. Greift ruhig an. Oh nein! Jetzt habe ich ihn aus Versehen verkauft. Das wollte ich nicht. Mist. Beginning construction. Unit under attack. There is a change in status. Unit ready. Beginning construction. Factory under attack. Boah, ich brauche jetzt echt, glaube ich, erstmal so ein bisschen Unit Verteidigung ready. Hier auf. Unit ready. Beginning construction. Ich habe so das Gefühl, dass ich das brauchen Factory werde. Factory under attack. Beginning construction. Beginning construction. Also im Multiplayer-Modus durfte das nicht machen, ja. Das sind die Dinger eine totale Geldverschwendung, aber ich glaube, hier ist das jetzt gerade ganz gut. Unit ready. Unit in production. Conduit cross complete. Anti-Heavy Sentinel under attack. Aber wenigstens so ein bisschen Basisverteidigung hier. Preparing. Ready. Jetzt fehlt mir natürlich das Geld, ja? Minus 57 in der Sekunde ist das natürlich nicht unbedingt das Beste, ja? Aber ich denke, wir können die Position jetzt halten.
unit in production. Also ich hoffe es zumindest. Ob wir sie halten können, das seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge. Denn an dieser Stelle mache ich jetzt einen ganz kleinen Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Grey Goo. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.